So, ihr Lieben, auf in eine letzte Runde für diese Woche. Und dann ist schon wieder unser Wochenende. Ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit mit diesem sturmerprobten Glauben. Und ich habe einige Gespräche geführt und werde sie auch weiterhin führen mit Menschen, die heute anders denken, anders glauben, als sie es in ihrer Kindheit, Jugendzeit oder Erwachsenenzeit getan haben. Und das finde ich eine große Herausforderung, diese Gespräche, aber auch sehr, sehr spannend. Und ich möchte dir Mut machen, für dich selbst das auch mal zu tun, einmal deine eigene Glaubensgeschichte zu rekonstruieren. Wer hat dich auf dem Weg begleitet? Was war dir wichtig? Welche Menschen haben dir Gutes getan und dir geholfen? Natürlich fallen uns oft auch die Menschen ein dabei, die uns eben nichts Gutes getan haben, uns nicht geholfen haben. Aber konzentriere dich mal auf die Positiven. Und wie ist diese ganze Geschichte weitergegangen? Aber auch in das Leben anderer Menschen hineinzufragen. Hier geht es nicht darum, platte Antworten zu geben. Sie haben irgendeine Frage und dann haust du sofort irgendwas rein. Sondern einfach nur fragen, fragen, fragen. Und das tue ich im Augenblick auch. Also ich meide Antworten, es sei denn, ich werde mal wirklich gefragt. Aber es geht nicht darum, irgendwie jetzt etwas den anderen überzustülpen, sondern wirklich zu fragen, wie ist es in deiner Situation gewesen? Ich habe gestern Abend sprechen dürfen und der hat ein Bild gebraucht in seiner Ausführung, wie er als Jugendlicher Gott gesucht hat, obwohl er in einer christlichen Familie groß geworden ist. Und er hat es immer und immer wieder versucht. Und dann sagt er, dass dieses Bild, es war so, als hätte ich ein Telefon in der Hand gehabt und ich habe immer eine Nummer gewählt, aber niemand war dran. Und ich habe immer versucht. Ich habe gesehen, wie andere die Telefonate geführt haben und scheinbar war da immer jemand dran. Und bei mir ist nie jemand dran gegangen. Und das hat ihn vom Glauben weggebracht. Und das hat mich sehr nachdenklich, traurig gemacht. Aber ich fand dieses Bild unglaublich gut. Jemand versucht, bei Gott anzurufen. Und er hat nicht erlebt, dass Gott geantwortet hat. Jedenfalls nicht so, dass er es gehört hat, dass er es verstanden hat. Und es war nicht nur ein Anrufen. Er sagte, es war eine längere Zeit. Ich wollte immer eigentlich dabei sein und ich wollte aber eigene Erfahrungen machen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben war oder im Leben deiner Kinder. Vielleicht sind sie auch schon groß und herangewachsen. Wie sieht es im Leben deiner Freunde aus? Ich finde es sehr herausfordernd, wirklich einander unsere Geschichten zu erzählen. Und dann nicht nur die tollen Erlebnisse und die tollen Jesusgeschichten, die tollen Wunder, das ist eine Sache, aber auch die Dinge zu erzählen, wo es eben an Grenzen gekommen ist oder wo so auch heftige Enttäuschungen waren. Entweder seitens der Gemeinde, seitens eines Pastors oder seitens von Eltern oder aber auch seitens von Gott, wo du dich einfach von Gott enttäuscht gefühlt hast, weil er nicht geantwortet hat. Also wir bleiben auf der Spur und mein Anliegen ist es wirklich zu einer guten, hilfreichen Antwort zu kommen, ohne dass ich alle Fragen beantworten kann. Aber ich möchte ja nicht alle im luftleeren Raum stehen lassen und sagen, ja, so sind wir alle und versuchen mal deinen Weg zu finden, sondern mein Anliegen ist es, und da möchte ich dir nächste Woche ein Stückchen weiterhelfen, wirklich wieder ein Fundament im Leben einzuziehen, dass unser Glaube, unser Vertrauen und letzten Endes ist es ja auch unsere Beziehung zu Gott, wirklich wieder an Stabilität gewinnt und da, wo Stürme, schlechte Ereignisse oder irgendwelche Gewitter in deinem Leben einschlagen, dass du merkst, dass dein Glaube Bestand hat. Das ist mein Anliegen und jetzt machen wir erstmal Wochenende und wenn du möchtest, kannst du gerne am Montag nächste Woche wieder dabei sein. Gott segne dich.